Hallo zu einem weiteren Gedankenglitzer. Ich bin hier in einem düsteren Wald, gespenstig, vor allem wenn es jetzt dann dunkel wird. Dann könnte es gefährlich werden. Kennt ihr die Geschichte von der Schönen und dem Biest? Diese Geschichte ist doch einfach wunderbar. Die Schöne, die anfänglich doch sehr Angst hatte vor dem Biest, doch mit der Zeit erkennt sie, dass hinter der Fassade des Biestes ja wunderbare Fähigkeiten, wunderbare Gefühle und Emotionen und vor allem ein wundervolles Herz sich befindet. Hinter dem harten Kern, hinter der harten Schale. Nö, hinter der harten Schale liegt ein weicher Kern. Genau. Diese Geschichte von der Schönen und dem Biest zeigt eine Liebesgeschichte im Außen. Doch häufig sind gerade in den Märchen diese Metaphern verborgen. Da geht es nämlich um die Geschichte in uns selber. Wir haben in uns genauso beide Seiten. Wir haben das Biest in uns, die Hexe, die Zicke und alles, was wir so ablehnen, ist in uns. Alles, was wir ablehnenswert am anderen sehen können, ist auch in uns. Und auch alles Schöne. Ich bin die Königin, ich liebe mich, ich habe tolle Fähigkeiten und der andere hat tolle Fähigkeiten. Alles Schöne, was ich sehe im Außen, ist auch in mir. Wir sind alles, alles, alles in uns. Und da, diese Geschichte, die Schöne und das Biest, da genauso wie die Schöne mit unseren ablehnenswerten Eigenschaften Frieden zu schließen und zu erkennen, was sie uns für Geschenke bereit haben. Und durch die Liebe, die diese Schöne diesem Biest zollt, durch ihr Herz öffnen gegenüber auch dem Zarten und Feinen, das sie sieht im Biest, verwandelt sich das Biest zu einem wunderhübschen Prinzen. Und genauso verwandeln sich unsere negativen, nervenden, belastenden Themen in uns selber. In uns selber, hell und dunkel zu vereinen und genau diese mittige Kraft zu entdecken in uns. Das ist absolutes Glück. Und wenn ich es in mir finde, das Glücklichsein, dann finde ich es garantiert auch im Außen. Denn erst dann sehe ich mit klaren Augen. Ich wünsche euch ganz herzlich, den Blick, das Schöne in allem zu erkennen. Viel Spaß dabei und viel Entdeckerfreude. Tschüss!